Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung. Und es ist schön, so viele Menschen hier auf diesem Platz zu sehen, trotz des guten Wetters, trotz des Sonnenscheins oder gerade deswegen, weil es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass während wir hier stehen und für Frieden und gegen Waffen und gegen Bombardierung demonstrieren, der Krieg in Syrien weitergeht und jeden Tag Menschen sterben. Und wir hatten gerade gehört, dass in diesem Krieg in Syrien sich Atommächte gegenüberstehen. Unsere Organisation, die IPPNW, setzt sich seit 38 Jahren für die Verhütung des Atomkriegs ein. Und zu keinem Zeitpunkt, seit es unsere Organisation gibt, in den letzten 38 Jahren, war die Gefahr eines Atomkriegs so groß wie heute. Das sehen wir an der Weltuntergangsuhr, die einige von Ihnen vielleicht kennen. Die steht zurzeit auf 2:02. So nah an Mitternacht, so nah an dem Ende unserer Welt, wie seit 1960 nicht mehr. Und das liegt nicht nur an der Person im Weißen Haus und das liegt nicht nur an der Situation in der Ukraine und in Osteuropa, wo sich die NATO und Russland in kalter Kriegsmanier wieder gegenüberstehen, sondern das liegt auch ganz entschieden an der Situation in Syrien, wo ja nicht nur die USA und Russland als Atomwaffenstaaten an diesem Krieg beteiligt sind, sondern mit Großbritannien, mit Frankreich und mit Israel drei weitere Atomwaffenstaaten. Wir haben also einen Stellvertreterkrieg, an dem 5 Staaten militärisch beteiligt sind, in dem 5 Staaten parallel und unabhängig voneinander bombardieren, Bomben abwerfen und kein Mensch kann sagen, was dort passiert, wenn tatsächlich einmal eine amerikanische Bombe ein russisches Ziel trifft oder eine israelische Bombe ein russisches Ziel trifft oder eine russische Bombe ein französisches, großbritannisches oder US-amerikanisches Ziel. Und man muss sagen, diese Situation ist für uns als Ärztinnen und Ärzte ebenso wenig hinnehmbar wie die Situation, dass seit Beginn des Krieges, der mittlerweile in sein 8. Jahr geht, über 800 Krankenhäuser gezielt getroffen wurden von Kriegsparteien. Über 800 Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal in Syrien umgekommen sind in zerstörten Krankenhäusern. Viele Dutzende von Krankenhäusern mehrfach jedes Jahr wieder angegriffen wurden. Und das ist eine Situation, wo wir sagen müssen, das verstößt nicht nur gegen das Völkerrecht, das verstößt gegen das Recht der Menschen, nicht nur in Frieden, auch in Gesundheit zu leben, das Recht aller Menschen, eine adäquate medizinische Versorgung für ihre gesundheitlichen Probleme zu bekommen. Und nicht zuletzt stehen wir heute auch hier, weil unsere Bundesregierung einen Anteil daran trägt. Unsere Bundesregierung nicht nur durch die Unterstützung von Angriffen, wie jetzt durch die britischen, französischen, US-amerikanische Air Force, sondern auch durch die Waffenlieferungen. Die Waffenlieferungen an Kriegsparteien wie der Türkei, die Waffenlieferungen an Kriegsparteien wie Saudi-Arabien, zwei Länder, die maßgeblich involviert sind im Krieg in Syrien. Und damit trägt Deutschland eine Mitverantwortung für das Töten, für das Leid, für das Sterben in Syrien. Eine Mitverantwortung, der wir uns alle stellen müssen. Und ganz zum Schluss möchte ich noch in eigener Sache Werbung machen für eine Veranstaltung, die wir im Juni, hier am 2. Juni, hier in diesem Platz feiern werden, nämlich das Ende des Staffellaufes Frieden geht, indem wir uns deutschlandweit von Oberndorf über Kassel bis nach Deutschland an vielen Standorten der deutschen Rüstungs- und Waffenindustrie einsetzen mit vielen Zehntausenden Menschen, die hier in Deutschland nicht mehr die Verantwortung tragen möchten für das Töten und das Kriegsführen in anderen Ländern. Das ist ein Staffellauf, der sich dafür einsetzt, dass deutsche Waffenexporte endlich beendet werden. Frieden geht, www.friedengeht.de. Am 2. Juni hier die Abschlussveranstaltung vor Brandenburger Tor. Und wir würden uns wünschen, dass genauso viele, wenn nicht sogar mehr Leute an diesem Tag hier mit sich dafür einsetzen, dass Deutschland nicht weiter Kriegspartei, dass Deutschland nicht weiter Exportmeister von Kleinwaffen, Großwaffen, Flugzeugen, U-Booten und Panzern ist in solche Regionen wie Syrien, Saudi-Arabien, die Türkei und andere Länder, wo Menschen durch diese deutschen Waffen leiden und sterben. Vielen Dank.